Ja, ich steige jetzt um auf die alte Kamera mit einer wesentlich schlechteren Auflösung als die andere, leider nicht in hochauflösendem Format, aber ich denke, dass das hier im Bereich der U-Bahnen egal sein wird. Die Istanbuler Metro, hier sehen wir einen Plan, wir befinden uns jetzt hier. Hier gibt es diese alte historische Tramway. Wir werden hier ein Stück Richtung Norden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Plan tatsächlich genordet ist, aber hier hinfahren, hier umsteigen in die Marmaray, die neue Marmaray Metro und nach Sirkeci zum alten europäischen Bahnhof rüberfahren. Wir haben hier das Schiff verlassen, wir sind hier von der Insel Kamel das Schiff hier verlassen. Das Schiff wird hier weiter nach Kabatas. Der Plan täuscht natürlich ein bisschen, ist natürlich stark verzerrt und symbolisch. Die alte Bagdadbahn ist praktisch mehr oder weniger von hier oder möglicherweise auch von hier. Ich kann das jetzt an diesem Plan nicht genau sagen, aber in etwa in diesem Bereich weggefahren und dann hier zumindest bis Katal. Ja, ich denke, dass das hier einfach aufgrund des Planformats hochgeklappt worden ist. Und hier praktisch dann entlang der Küste im Asiatischen, das ist der asiatische Teil von Istanbul, hier praktisch ja, weiter bis Bagdad oder ja, Syrien und so weiter quasi. Hier sehen wir den Bosporus, hier das Goldene Horn und hier ist der europäische Teil von Istanbul. Ja, Istanbul hat ein stark wachsendes U-Bahn- und Straßenbahnnetz. Hier sehen wir Straßenbahn- und U-Bahn-Linien. Alles ist sehr modern oder historisch. Ja, für eine Stadt von 15 bis 20 Millionen Einwohnern noch kein gewaltiges öffentliches Verkehrsmittel, nicht schienengebunden. Es gibt auch verschiedenste Schifffahrtslinien, die hier nicht dargestellt sind. Unheimlich viele Schiffe und natürlich wahnsinnig viele Busse, auch Metrobusse, die man hier in diesem Bereich auch sieht, also die auf der Autobahn auf eigener Spur in mittelstreifen Autobahn verkehren. Ich habe da vor einem oder vor zwei Jahren auch einige Fotos gemacht, vielleicht werde ich es schaffen, noch da etwas online zu stellen. Also wir werden jetzt von hier Kadıköy nach Ayrılık Çeşmesi fahren und von da durch Marmaray-Tunnel nach Sirkeci. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich in der U-Bahn auch filmen kann. Noch unklar.